Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Eastshade. Die heutige Folge starten wir mit ein paar Interviews. Wir wollen einmal die Bewohner in Nava befragen, was sie etwa über die Trommeln in der Nacht wissen. Ich hoffe, es gibt einiges zu berichten und ich wollte auch generell mal die Bewohner in Nava befragen. So richtig haben wir uns ja noch nicht die Zeit genommen, mit ihnen zu sprechen. Nur immer so sporadisch ein paar Menüpunkte durchprobiert. Aber da ich bei den Missionen generell ein bisschen feststecke, nicht ganz weiß, wie ich die weiter angehen soll, vor allem die mit dem Heißluftballon, ich würde furchtbar gerne mit dem Heißluftballon fliegen, falls das überhaupt möglich ist. Weil ich da ein bisschen feststecke, hoffe ich eigentlich, dass die Bewohner uns irgendwelche Tipps geben können oder wir vielleicht dadurch eine Mission weiter triggern können. Es ist noch ein bisschen leer auf den Straßen. Sind vielleicht noch nicht alle munter? Oh, I can't stop thinking about my dinner. Pea soup and mushed pickled peas. We've got a lot of work down on the pea terraces. It can be draining, but I like to read in my free time. A nice book of poetry always boosts my spirits. Ja, teilweise, okay, mit Jarek, das weiß ich noch, hatte ich ja schon einige Gespräche geführt. Allerdings offscreen, das habt ihr nicht mitbekommen, weil ich ja damals noch nach der fehlenden Person mit der blauen Tasche gesucht habe. Aber wir gehen das trotzdem mal kurz durch. Das hier können wir eigentlich schon lassen, die Mission ist ja erledigt. The secretive underground tea drinking society. I've had a few cups of dream tea in my day, but things have changed since then. Now it's all locked doors and passwords. Ja, aber wie lautet das Passwort? Ach, na gut. Danke für deine Hilfe. Wir gehen erstmal hier den äußeren Ring durch. Hier hätte ich noch Hühner gehabt zum Zeichnen. Auch gut zu wissen. Ich habe die nur in der Stadt gezeichnet. Die Big Bosse haben sich hier versammelt, während die Mama schaufelt. Was ist los mit euch? Warum helft ihr eurer Mutter nicht? Ist doch eure Mutter, denke ich, vielleicht. Weiß nicht, ihr habt wohl die Gene des Vaters. War das letzte Mal auch schon hier? Ich war doch schon mal hier bei diesem Grümpel. Habe ich dich übersehen? Well, looky doda, we've got a fresh face. I haven't seen you in the city before, and I like to think I know just about everyone around here. Ich hab dich auch noch nicht gesehen. Allow me to introduce myself. I'm Osha. Some people around here call me the one glowstone guy, because I'll buy anything for one glowstone. Any item under the sun and moon. Nur für einen einzigen Schimmerstein? Just one. The way I see it, I already got just about everything I need in life. So nothing's worth more than one glowstone to me. There's only one thing that's worth more than a glowstone to me. One special thing. And that thing is mountain wort. I'll give you two for that. Warum Bergwurz? It's pretty. Adds a nice burst of color to my pile here. Mal, was wir so haben. Haben wir Bergwurz? Das hier könnte ich eigentlich verkaufen. Das habe ich ja leider doppelt gekauft. Also, das heißt doppelt gekauft. Ich hatte es ja schon gelesen und habe es dann gekauft. Ja, das lief nicht so glücklich. Ich dachte, es wäre eine Anleitung zum Fischen. Ich verkaufe mal. So. Die Anzeiger, weiß ich nicht, ob wir die nochmal brauchen. Ich behalte sie mal erstmal. Wurzeln haben wir nonstop. Aber ich behalte sie auch. Wir brauchen sie ja zum Craften. Aber Bergwurz haben wir tatsächlich nicht. Schade. Howdy.
Howdy, Partner. Was bietest du denn so an zu verkaufen? Did I mention some people call me one glowstone guy? Well, I've got two nicknames around here. The other thing people call me is 500 glowstone guy. I only ever have one item for sale at a time, and I only sell anything for one price. Guess how much? 500? 500 glowstones. Okay. Und warum nur ein Gegenstand? See, I like to buy things and hold on to them. At any given time, there's always one thing that everyone needs and nobody has. And I just make sure I happen to have it. Right now, that thing is sealant. The woodworkers need it for weatherproofing, the engineers need it for pipe making, and the fisherfolk need it for boat building. Ja, apparently, the shipment that was coming ran a reef, which is just the kind of news I like to hear. Ja, ich war mit auf dem Schiff. How were you now? That was your ship, huh? Nein, well, nicht meins. I'm very glad you made it, and I'm very glad the cargo didn't. Wow. Would you like to buy some sealant? It'll be 500 glowstones. Ich will Dichtmasse. Dann könnten wir endlich ein Floß bauen. Aber ich habe keine 500. Können wir uns anders einigen? There's only one thing I want that I can't seem to get. But I'm not sure you can help. Wir können es doch mal versuchen. Was ist es denn? I want to get into that fancy club, the Roots. They're such exclusive little buggers. I need the password to get in. No idea who to talk to about that. Get me that password, and I'll give you the sealant. Das Problem ist, ich bin selber auf der Suche nach diesem Passwort. Na gut. Ist aber merkwürdig, dass er jetzt erst hier auftaucht. Ich war definitiv schon ein paar Mal hier bei diesem Stapel, weil es mich so verwundert hat, warum der hier ist. Vielleicht ist er nur zu einer bestimmten Tageszeit hier. Wie spät haben wir es denn? Nachmittag. Oh. Oh, wie süß. Ja, ich störe mal nicht. Sonst wird er nur munter und dann ist das Geschrei groß. Das hatten wir alles schon. Ja, können wir auch nicht mehr anklicken. So, sind wir damit beim äußeren Ring schon etwa durch? Ich will nicht durcheinander kommen. Wir gehen erstmal auf diese Seite zurück zum Markt. Ah, traumhaft schöne Musik. Ich würde ihm gerne einen Schimmerstein geben. Ich wüsste zu gern, ob es dieses Instrument wirklich gibt. Es klingt ja schon schön. Guten Tag, guten Tag. Ich darf nicht mitreden. Ah, okay. Ich hab den Wink verstanden. Auch nicht reden. Gerade hier am Sammelplatz hatte ich eigentlich mit mehr Dialogen gerechnet. Aber es war ja beim letzten Mal auch schon so. I traveled to Lindau once, when I was very young. Aside from that, I've never set foot outside of Narva. Oh, my friends are planning a trip to the Tiefmoor Bluffs. We'll need a lot of mountain wort tea. That stuff is a lifesaver for weary feet. Ich könnte vielleicht was geben. I haven't heard of anything like that. There are some things that can only be understood with a trip to the library. It's on the second floor of this building. Don't be shy to ask a librarian for help if you need it. Vielen Dank für den Tipp. Das können wir dann gleich mal ausprobieren, aber erstmal zu den Wurzeln. Oh, have you been there yet? I highly recommend it. Just relax, sip some tea and have a lovely nap. A perfect way to spend an afternoon. Was war Schäß nochmal? Ich muss mal kurz nachfragen. I don't know much about the group, other than that it's some sort of spiritual gathering. Ach, die waren das, alles klar. But they do love dream tea.
It's sacred to them. I think my father-in-law belongs to their group. I should ask him about it. Das klingt gut. Wo finde ich ihn denn? Wo ist er denn? Ich will ihn befragen. Was machst du da? Begutachtest? Okay. Vielleicht ein Inspekteur? Auf der Suche nach Schmuggelware? Ich finde das hier immer noch etwas merkwürdig. Hier haben wir schön gestochen, scharfe Spiegelung. Hier. Aber gut, ich will mich jetzt nicht beschweren. Ist mir nur aufgefallen, dass sich die Spiegelung hier etwas merkwürdig verhalten. I'm in the middle of something at the moment. Ja, aber wann bist du denn mal nicht beschäftigt? Du würdest ja noch nie so richtig mit mir reden. Moment mal. Das ist unser Bild. Ja, das ist unser Bild. Du warst das? Das war ich. Ich habe das gemalt. Wie cool. Das heißt, hier irgendwo ist auch der... Ach nee, der Hühnerauftrag ging ja ein bisschen schief. Das Bild habe ich ja nie abgegeben. Das Geld habe ich, glaube ich, bekommen, oder? So, Sheriff, Sie wissen doch bestimmt was über die Wurzeln. Just one of the many cultural pastimes of Nava. They're usually pretty secretive, though. You might have seen some signs plastered around demanding you report the roots. Fine. Everyone's got their own opinions. Just don't report them to me. There's nothing illegal about their organization. It's all just a really long feud. It tore my dad's family apart, I guess. But you should just talk to the Shez directly. They're the ones looking for information. Ah, alles klar. Die sind also die Auftraggeber, die die Wurzeln zerschlagen wollen. Ich glaube eher, das ist so ein Konkurrenzstreit. They've been covering the city in flyers, demanding folk to report their neighbors. It's a bit unsettling, really. Can't say who's got the right of it, the Shez or the Roots, but it's been a long struggle. Not looking forward to seeing how it all ends. Ja, das möchte man besser nicht wissen. Familienstreits gehen ja selten gut aus. Hat uns ja schon Shakespeare gelehrt. Hier hinten waren wir, glaube ich, noch nie, ne? Was ist denn da los? Der Boden senkt sich? Eine kleine Unebenheit. Aber steht ja extra eine Kiste davor, damit niemand drüber stolpern kann. Das Schaf geht erstmal in Slow-Mo. What can I brew you up? Mir zusammenbrauen? Von diesen Sachen nichts, vielen Dank. Aber weil wir bei den Händlern sind, ein Gedanke war mir noch gekommen, beziehungsweise... Oh, ich mag diese Details. Äh.
Wo war ich jetzt stehen geblieben, bevor ich abgelenkt wurde? Ich hatte mit dir gesprochen und... ach ja, genau. Die Händler. Es gibt eine Sache, die ich noch kaufen möchte. Ich weiß nur nicht mehr, bei wem ich die gekriegt hätte. Ready to buy a bicycle yet? You'll get around a lot faster. Wie viel hat das nochmal gekostet? 80 Glowstones. Ja, nein, das war's nicht. Das wollte ich nicht kaufen. Vielen Dank. Was weißt du denn über nächtliche Trommler? Have you tried talking to Leela? She's the head librarian at the university. She knows just about everything. Help me find an obscure text on ancient woodworking techniques. Maybe she knows something about these drummers. Ein sehr weiser Rat, den wir auch schon bekommen haben. Vielen Dank. Dem kommen wir auch gleich nach, aber erstmal alle Bewohner befragen. Trankverkäufer? Shady and Post, zweifelsfrei unschuldig. Tränkemacher beweist, dass seine stärksten Tränke legal sind. Ach ja, die beiden aus der Apotheke. Wiedergeschrieben von Esther Clarkwell. Kai und Kaelen, ufernah, sind die Eigentümer und Tränkebrauer einer einst erfolgreichen Apotheke nahe des Schmetterstromflusses. Die Apotheke verlor an Beliebtheit, nachdem Kai seit längerem verdächtigt wurde, illegal beschaffene, landesweit geschützte Zutaten für seine Tränke genutzt zu haben. Obwohl er niemals offiziell angeklagt wurde, war der Verdacht so groß, dass er ihr Geschäft nachhaltig lahmlegte. Tatsächlich fand die Reporterin heraus, dass die wenigsten Einwohner überhaupt noch von der Existenz der Apotheke wussten. Es stellte sich jedoch kürzlich durch wissenschaftliche Tests heraus, dass die vermeintlich illegalen Tränke keine Spuren von verbotenen Zutaten enthielten. Obwohl es unsicher ist, wann und wo die Gerüchte überhaupt starteten, ist das Paar euphorisch darüber, seine Unschuld bewiesen zu haben. Die beiden haben einen erstaunlichen Berg an Schulden angehäuft und nun endlich die Gelegenheit, ihre freundlichen Unterstützer zurückzuzahlen. Ja, cool, dass wir so ein Feedback kriegen. Das finde ich richtig toll. Nur ein bisschen spät. Ich glaube, die Mission hatten wir schon vor ein paar Folgen erledigt. Did you pick up a paper? Ja, habe ich. Vielen Dank. Would you like to donate a glowstone to the Shady and Post so we can keep the paper free, without ads and unmotivated by pop news and tabloid journalism? Ich hatte zwar schon gespendet, aber okay. Thank you for your contribution. Sehr gern. Den Einschimmerstein können wir hergeben, den haben wir ja gerade erst verdient. Ophira? Oh, da müssen wir nochmal in die Pension zurück bei Gelegenheit. Aber erstmal meinen Gedanken beenden. Ich werde hier ja ständig abgelenkt und unterbrochen. Es gibt eine Sache, die ich kaufen will, weil es war bestimmt bei dir. Good day. Ja, da ist sie. Ich erhoffe mir dadurch... Oh Gott, die macht uns schon wieder pleite. Aber es muss sein. Ich erhoffe mir dadurch nämlich, wenn wir die Zipline benutzen, dann auch bei dem großen Baum ins Gebäude zu können. Scrumptious raw fish. I can't wait until dinner time. Oha, da mag jemand Fisch. Ich hab zufälligerweise Fisch, jede Menge Sandfisch. Wir verkaufen mal. Ja, das sollte reichen. Dann ist unser Verlust nicht ganz so groß. What's crunchy scales? Scrumptious raw fish. I can't wait until dinner time. Okay, reden konnten wir mit ihr nicht. Ja, also ich erhoffe mir auf jeden Fall, dass wir mit der Zipline noch ein paar Gebiete erschließen können und so vielleicht bei manchen Missionen weiterkommen, bei denen wir momentan etwas festhängen. Interested in a book? Nein, ich lasse mich nicht schon wieder von dir reinlegen. Ich habe die Bücher vermutlich schon wieder irgendwo gesehen und gelesen. Ah, you return. You will certainly live. A long time if you keep drinking this magical tincture. Would you like to purchase some? Nee, danke, nicht so wirklich. Ach so, das können wir immer noch erzählen. Sollten wir das erzählen? Eigentlich nicht, oder?
Ah, wir probieren's mal. Ah, yes. Sadly, there are people around here who don't appreciate the happiness and longevity given by the precious elixir. Really, we must pity these poor people. Their lives are so empty and so very short. Was denn ausprobieren? Look at all who love our elixirs. The spring waters give life, that's well known. It works for the people. They feel it working and they don't need some university schmucks inspecting it. These people have trust, and that's amazing. Almost as amazing as the elixir. Ich traue ihm immer noch nicht so ganz. Er scheint es nicht wirklich böse zu meinen. Wow. Die Bank hat uns aufgehalten. Sauerei. Let me know if you need any weird tasting ground up plants. Du weißt doch bestimmt, was über die Wurzeln. There are a group of people who like drinking this special tea because it makes you have better dreams. They hang out in the cistern under the city. But sometimes they have meetings on the Salt Spring Coast Beach. My brother loves drinking the tea, but it's so boring. I mean, it just makes you dream. You're asleep the whole time. Ja, aber manche wollen das. I think they're kind of like the roots. They love dream teas too, but they believe only their gods should be able to drink them. Genau. Let me know if you need any weird tasting ground up plants. Ja. Mache ich. Bis dann. Genau deshalb habe ich eigentlich Skrupel, diesen Auftrag anzunehmen und die Wurzeln zu verraten. Welcome back. We've got plenty more patrons interested in your work. Habe ich was zum Abgeben? Ich glaube nicht, oder? Ah, du weißt doch bestimmt was über die Trommler. Whoa, that must have been pretty strange to find. No, I don't know anything about that. Sorry. Ist nicht schlimm. Welcome back. We've got plenty more patrons interested in your work. Ja, ich habe auch noch ein paar Einträge, glaube ich, offen. Ja, einige Einträge. Windmühle, Tiffmoor-Ruinen und Sternhöhle, das sind alles Sachen, die wir vermutlich in dieser Region nicht malen können. Was war das? Achso, waren nur die Lichter. Hier wird es auch ganz schön dunkel. Ich hoffe, ihr habt überhaupt noch was sehen können in dem Gebäude. Ich habe so die Befürchtung nicht. Oha. Wir haben schon die musikalische Unterhaltung verpasst. Aber ich will kurz noch hier reinschneiden. Wir haben ja zweimal den Tipp bekommen. Okay, hier ist keiner zum Reden. Dann laufen wir mal ein bisschen schneller. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen das Ende der Vorstellung zu hören. Oder zu sehen, je nachdem, was es denn überhaupt gibt. Hi there! Hallo, schönen guten Abend. Ich bräuchte einmal Informationen zu den nächtlichen Trommlern. You know, it's so strange. Somebody came in just this morning and donated a book. She said to point people to it if anyone asked about night drumming, which made very little sense to me, considering this book appears to be unrelated to that. Not that I'm entirely sure what night drumming is. It was a little peculiar. Just about every sentence she said was a rhyme. Not sure if she meant to do that or if she was just doing it by accident. An interesting woman. I quite liked her. And then here you are asking about that very topic. So, are you a night drummer? Am I saying that right? Is this a new thing people are doing? Oh, I'm always so behind the times. Eigentlich ist es ja nur eine merkwürdige Gegebenheit, die ich dort beobachtet habe, aber ich glaube, ich weiß, wer die Spenderin des Buches ist. Sounds curious indeed. Anyway, the book is called The First Folk and it's on Shelf C. Okay, wo ist denn Regal C? Ach, das ist mir gar nicht aufgefallen, die waren beschriftet. Ja, so blind geht man durch die Welt. Da haben wir es auch direkt schon gefunden. Das erste Volk. Nur wenig ist über die ersten Bewohner von Eastshade bekannt. Überreste belegen, dass es auf der Insel vor mindestens 600 Jahren schon Aktivität gab. Die Ruinen der Tiffmoor-Klippen müssen noch genauer studiert werden, aber man glaubt, dass sie Jahrhunderte nach der ursprünglichen Besiedlung der Insel errichtet wurden. Während der Besiedlung von Lyndo wurden etliche Relikte und Schnitzereien entdeckt. Jedoch gingen sie kurz darauf beim katastrophalen Erdrutsch verloren.
Zuvor war man überzeugt, dass die ersten Familien sich vor 200 Jahren auf Eastshade niederließen. Wir haben noch viel über die wahren Ureinwohner Eastshades zu lernen. Oh, ein Zettel. Liebste Reisende, große Entdeckerin, wie du uns erschreckt hast, als du zu uns kamst. Moment, was? Gut, erstmal lesen. Wie du uns erschreckt hast, als du zu uns kamst. Meine Familie und ich hatten große Angst. Es muss ein Schock gewesen sein, uns wegrennen zu sehen. Ich hoffe, du nimmst es uns nicht übel, denn ich finde unsere Begegnung fein. Wenn du glaubst, du kannst uns vergeben, will ich dir etwas zeigen, das sollst du erleben. Finde mich bei Mutlivers Spiegel. Das soll unsere Freundschaft besiegeln. Das Reimen funktioniert aber noch nicht so gut wie bei der, an die ich eigentlich gedacht habe. Jetzt da war der Ausgang. Wir können doch jetzt dahin, oder? Um Mitternacht. Oha. Da müssen wir uns sputen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die Trommler selbst eine Nachricht hinterlassen. Ich hatte jetzt eigentlich die Rätselgeberin in Verdacht. Ich weiß gerade ihren Namen nicht mehr. Bei der wir ja quasi in die Wohnung gefallen sind. Da oben ging's hoch. Schnell kurz lauschen, ob hier irgendwas war, aber ich fürchte, die Zeit ist schon um. Gather round. Come here, tale of trickery and wit. Nee, das ist ja wieder dieselbe Geschichte. There was once a witch who lived in a tiny hut at the edge of a swamp. She was skilled in the healing arts and could cure nearly any ailment. Das startet anscheinend erst, wenn wir in der Nähe sind. Ist aber auch lieb. Das wird jetzt aber nicht die ganze Zeit angezeigt, oder? Danke. Mit dir hatten wir noch gar nicht gesprochen, fällt mir ein. Also, wobei doch, ich glaube, wir probieren es nochmal. That's just why you should head, if you're interested in the true East Shadian tea experience. Unless you're a member of the Shares, of course. Then it would not be ideal. Ist das denn illegal? Oh, no. The Shares wish it was. It's a matter of faith for them. They don't think anyone should use the tea in an unholy manner. Aber es ist ungefährlich, oder? Completely. Just a little magic for your dreams. Can I help you? Nee, gerade nicht, danke. Stay safe now. Ich wundere mich immer noch, dass die Shays, die Auftraggeber, so eine Macht haben. Es kann ja nicht einfach irgendeine Gruppierung sagen, das finden wir jetzt illegal, was eine andere Gruppierung macht. Und demzufolge wollen wir sie verfolgen lassen. Das sollte eigentlich nicht so sein. Wenn es kein Gesetz dagegen gibt, dann, ja, würde ich sagen, gibt es auch kein Anrecht darauf, es zu verfolgen. So, nebenbei ein bisschen Stöckchen sammeln. Um Mitternacht bei Mittlos Spiegel. Bei dem Startspiegel, schätze ich mal, oder? Ja? Ist der gemeint oder der Eintritt, der Lukeneintritt da hinten? Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Und können nebenbei noch Pilze sammeln. Ich meine, hier ist auf jeden Fall ein Spiegel. Und hier in der Nähe waren doch auch die Trommler. Hier so irgendwo in dem Bereich, glaube ich.
Hier, ist das jetzt vielleicht als Mittelsspiegel gemeint? Oder der Spiegel da hinten? Mutwillow. Mutwillow. Ach ja, wir haben ja auch noch das mit der Dichtmasse. Genau, das Kennwort mit den Wurzeln. Sind wir noch fleißig auf der Suche? Haben wir bisher leider noch keinen Tipp bekommen. Allerdings ist ja die Quest mit dem Amulett noch offen. Allerdings weiß ich auch nicht, wo man danach suchen soll. Wir müssten vielleicht mal doch akribisch den Strand... Oh, den Strand untersuchen. Das wäre auch ein schönes Motiv. Wenn man ein bisschen... Ja, vielleicht noch ein bisschen tiefer. Wir haben ja noch die Zeit, ja. Nochmal eine Leinwand craften. Ich weiß nicht. Ich glaube, wir überpinseln die hier. So. Ja, so dieses Format. Ein bisschen den Baum hier vorne im Anschnitt. Vielleicht noch ein bisschen mehr. So. Oh, schade. Es ist leider sehr düster. Vermutlich, weil ich die Helligkeit in-game etwas höher geschraubt habe, kommt es mir hell genug vor. Aber in Wirklichkeit sieht es so aus wie auf dem Bild. Eigentlich schade. Aber durchaus sehr realistisch. Ich habe ja nur die Helligkeit hochgeschraubt, damit ihr hoffentlich was sehen könnt, auch im Dunkeln. Ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Wir könnten ja uns noch mal ein paar Fische angeln. Hier sind ja ist ja die blaue Eritze direkt schon. Wir haben gar keine Eier mehr? Hä? Habe ich die schon alle aufgebraucht? Hoffentlich nehmen die auch Pilze. Anscheinend nehmen sie keine Pilze. Aber was mache ich jetzt mit den Pilzen? Die schwimmen ja sogar eher davon weg. Sind die giftig oder was? Aber wir finden ja hier auch keine Eier, ne? Ich dachte, die sind alles. Wer bist du denn? Es ist noch nicht Mitternacht. You got my message, and you came. Oh, it's so good to finally meet a Skyfolk. I mean, other than Mudwillow. But I guess she's not really a Skyfolk, since she does live underground. Maybe you've met her. Anyway, please forgive all the sneaky. I should introduce myself. I am Alejo. My people call ourselves Machra, but I believe your people might better know us as the First Folk. Aber warum die Geheimnistuerei? Sadly, my people wouldn't exactly approve of me meeting with a Skyfolk. Please, don't take that in a bad way. As a people, most of us are just very... Zurückhaltend? No, more like... I guess you could say we do not like to mingle with outsiders. But not me. For as long as I can remember, I have been fascinated by the Skyfolk. The stories, the architecture, the language. I have dedicated quite a lot of time to learning your tongue, after all. I am grateful to Mudwillow for being such a willing teacher. And the variety. Is it true that there are bear folk? Ja, na klar. Do they have temper, like a bear? Eigentlich sind sie sehr nett. More lies my people tell themselves. I see. Ah, I have so many questions for you. I hope it's not too bad to ask, but is it true that your people are removing the eyes of the firstborn?
Müssten da nicht viele Leute ohne Augen rumrennen? Nein, das ist überhaupt nicht wahr. Aha! I knew it! I wonder what other lies my people are making up about the Skyfolk. And what is your trade? Oh, ich bin Malerin. Wow, that's very good. My sister is an artist too. She's an etcher, carves designs into the walls and such things. Well, I should probably leave here. Someone will notice I'm gone if I'm out for much longer. Ooh, tell me, do you think you could make me a painting of the big city? Mud Willow told me about it, but I want to see it. That would be incredible. I don't have much to give you, though. We could meet here again, same time tomorrow night. Hab ich nicht sogar eins dabei? Warte mal, ich hab doch Nava schon gemalt. Also, er meint bestimmt, Nava ist die einzige große Stadt, die ich momentan gesehen habe. Oh, really? Can I have it? I will cherish it forever. Ja, wir bieten es ihm an. Er ist doch lieb. It is beautiful. Your people's buildings are incredible. Oh. I am sorry. I don't have any of your kind of money. My people use something we call Egra. I don't know how it's called in your tongue. I'm still learning your language from Mud Willow. It is rock where animal has died. It is leaving like a print in the rock. Ein Fossil? Fossil. Yes, the fossil of a snail we use. What do your people use? Schimmersteine. Glowstones? We have lots of this. The rock of our home is rich with them. I can give you. You know, I would really like if you came to meet my people. You are a nice person. I think meeting you would help them see that outsiders are nothing to be scared of. Will you come with me to meet my people? I can show you my home and get you some glowstones. Wie cool wäre das denn? Ja, natürlich. Forgive me. But I'm going to have to ask to blindfold you. As much as I consider you a friend, my kin would not appreciate disclosing the way to our home. I will guide you. It's not far. Is that acceptable? Ja, das ist kein Problem. Hauptsache, ich stolper nicht. Bitte pass auf mich auf. Watch your step. This way. Not much further now. We have arrived. Please, wait here just one moment. I went ahead and told most of the others that you're coming, so they won't get too startled. I've let them know you're completely friendly, but some of my people may still be alarmed. Please, pay no mind to any strange looks. This way, if you please. Oh, da bin ich ja schon mächtig gespannt. Aber wir haben schon starke Überlänge, daher kann ich euch das leider erst in der nächsten Folge zeigen. Was ich noch kurz sagen wollte, es hat mich ein bisschen irritiert, dass es dort Auswahlpfeile bei dem Bild vorhin gab. Deshalb hatte ich da raufgeklickt, weil ich dachte, ich hätte vielleicht noch mehr Bilder, die ich ihm geben könnte. Aber irgendwie hat es sich dadurch abgewählt. Haben wir ihm das Bild jetzt gegeben oder nicht? Ah, wir haben es ihm trotzdem gegeben. Gott sei Dank. Dann hat das ja doch noch geklappt. Ja, mit dieser Erleichterung kann ich die Folge hier beenden und wir sehen uns dann gleich in der nächsten. Bis dahin. Ciao.